Willkommen zurück zu diesen Rätseln. Wie ich das liebe. Schön. So. Ein Doppler-Dingens. Dann kommen das hier dann. Aber wo, aber wann? Nee, hier brauchen wir den Doppler. So, zack. Aha, okay. Da drüben haben wir einen und jetzt. Auf 66 und dann kommen wir hier 666, natürlich, was auch sonst. 23 haben wir jetzt hier drüben, das plus plus plus, aber hier unten ist dann so ein Loch. Einiges an Punkte wieder. Und da auch. Das heißt, hier bauen wir vielleicht das hier rein und dann hier das. Oh, das ist sehr gut. Jetzt. Verdammt. So, jetzt hier. Nice. Geschafft. Fehlerhaft. Portal. Giant Tool. Messenger. Fehlerhaft. Neue Nachricht. Ich wünsche mir, ich könnte mehr helfen. Hey, ich bin wieder da. Okay. Oh, 331. 331 Jahre, 330. Du hast Jahrhunderte geschlafen. Ich muss dir die Wahrheit verraten. Aha. Du bist nicht der einzige Gefangene, es gibt Tausende. Genau wie du haben sie nicht vor Lucifer aufgegeben und fliehen in die Hölle. Aber sie alle stecken hier fest. Vielleicht bei einem Puzzle, vielleicht bei einem Level. Du hast bereits 2 von 3 Kerndateien zerstört. Wenn du immer noch entschlossen bist, die Datei zu zerstören, werde ich dir helfen. Das ist der Papierkorb. Dort kannst du alle Pony Island, alte Pony Islands finden. Version, welche er erstellt und wieder verworfen hat. Durchsuche die verworfenen Spiele. Finde einen Ort, an dem ich ein Portal zur letzten Kerndatei öffnen kann. Auwei. Ich will nicht. Fehler auf Text basierend. Pony Island 3DX. Pony Island Meter. Textbasiert, das klingt doch gut. Klingt doch harmlos. Fangen wir damit an. Dunkelheit. Ein Schimmerlicht. Ein großer Stern schmückt den staubigen Bildschirm. System Tech Incorporated steht dort geschrieben. Fortfahren.
zwei schöne Pony, begleitet von einem Text Pony Island. Pony Island. Die Menübutton sehen viel, viel versprechend aus. Startspiel lautet einer. Option lautet der andere. Credits lautet der andere. Eine große Reihe an Optionen werden dir angezeigt. Der Lasing, fröhliche Fassade, verbesserte RNG, kostenloses Ticket, Pony Physics, reparierte Startmenü in App-Käufe, 10100100101, obskure Optionen, Schneemann und ein Zurück-Button. Sprung und rennst weiter. Nun nähert sich ein Gegner.
wirst du springen, schießen oder nichts tun. Ich versuch's mal, ich riskiere es mal mit Schießen. Wenn es ein Kauerschmetterling ist, dann ist natürlich am Arsch. Schießen. Rechtschreibfehler. Strömen aus deinem Mund, feuern auf deinen Gegner und vernichten ihn. Es sieht so aus, als wäre es ein bisschen weit weg. Musst du springen, schießen oder nichts tun? Giovanni Mau. Du springst aber leider zu früh. Bedauern füllt dein Gehirn, als genau vor dem Tor landest, alles vor deinen Augen wird schwarz. Dein Menübutton sieht vielversprechend aus. Oh Mann. Starte Spiel. Ladebildschirm erscheint. Glücklicherweise ist es gut programmiert, das Ladebildschirm. Es lädt sehr schnell. Sehr schnell. Das Spiel ist geladen und du bist ein Pony. Eine wunderschöne Sonne geht über perfekte Grün unter. Du fühlst den Wind durch deine Mähne wehen, während du über das Rasengetreide galoppierst. Sieh da, ein hölzernes Tor nähert sich. Wirst du springen, schließen oder nichts tun? Springen. Springst majestätisch über das Tor, aber ein weiteres Tor nähert sich. Wirst du springen, schießen oder nichts tun? Springen. Du meisterst den Sprung und rennst weiter. Nun nähert sich ein Gegner. Laserströmen aus deinem Mund feuern auf deinen Gegner und vernichten ihn. Ein weiteres Tor nähert sich. Es sieht also aus, als wäre es ein bisschen weit entfernt. Nichts. Du lässt das Tor näher kommen. Es sieht so aus, als ob du nun darüber springen könntest. Springen. Du springst darüber und fühlst dich schlau. Und da du gewartet hast, ein großer Schimmer-Flaggenmast nähert sich. Wirst du springen, schießen oder nichts tun? Springen. Spielt keine Rolle. Dein Knick bricht alles, auf den Flaggenmast trifft. Es ist okay, du bist nicht länger das Pony. Eine Explosion aus Konfetti verkündet deinen Erfolg. Du bekommst 9 Millionen Erfahrungspunkte und erreichst Level 1000. Dein Portal geht zurück auf den Desktop. Wir versuchen ein anderes Spiel. Hier ist kein Portal, ach so. Hüpha! Okay, das hat mich jetzt ein bisschen erschreckt. Okay, das Portal war leider Pony Island 3D. Na, schauen wir mal. Kann ich noch besser werden. Da bin ich mal gespannt. 3D. Was? Was passiert hier? Ach so, springen. Das sind die Tore. Verdammt. 3D. Ah, jetzt verstehe ich ja nicht, dass das Tore sind. Ich sehe meine eigenen Flügel. Das muss man erstmal abschätzen, wo man springen kann. Meine Fresse. Die ist das gar nicht so leicht. Na komm.
Ja, komm. Ach, Concentration. Kann ich auch schon fliegen, oder? Eine Fresse. Ich muss mich jetzt gerade mal konzentrieren hier, damit ich nicht zu spät springe. Oder zu früh. Das sind einige Tore hier. Na. Na. Verdammt! 3D, das ist jetzt hier auch. Ich weiß nicht, ob es hier überhaupt ein Portal gibt, ob sich das hier lohnt, das zu machen. Meine Fresse. Kann man gar nicht abschätzen im 3D. Wo man springen muss. Sehr gut. Na. Bitte nicht. Na komm. Das ist die Zielflagge. Sie ist schon in Sichtweite. Nicht abkratzen. Nice. Erfolg. Füge deine Siedeln auf die zu upgraden. Jedenfalls nicht. Die einzige Wahl ist, es weiter zu versuchen. Okay. Pony Island Meet. Nur zwei fehlerhafte Dateien. Versuchen wir mal das hier. Meta Pony Island. Was? Sieht nicht gut aus. ja. Das war die Zurücksetzung. Eigentümer Lucifer. Aha. Das Biest Lucifer. Der allerwichtige Satan etc. Startspiel. Aha, jetzt spielen wir den Lucifer an. Das ist ja interessant. Cool. Also nicht cool, dass wir Lucifer spielen, aber der Look hier ist ja. Ponys besiegen. Spielen wir die Rolle des Bösen und besiegen. Harmlose Ponys. Na, eben haben wir noch Schmetterlinge besiegt. Vorhin. Ist ja cool. Warum hat er die bloß gelöscht, diese Sache? Oh, cooler zweiter Teil. Erfolg. Füge deine Sinne zu. Um zu spielen. Das wird funktionieren. Die Sicherheit ist hier schwach.